So, hallo. So ein bisschen mit schlechtem Gewissen kommen wir ins Bild gekrochen. Ja. wir haben von vielen Seiten von euch schon Fragen bekommen, ob es uns denn gut geht, ob wir noch leben, ob alles in Ordnung ist. Wir haben uns echt sehr lange nicht mehr bei euch gemeldet. Fast 2 Monate sind es jetzt, oder ich glaube, es sind sogar ganz 2 Monate mittlerweile. Ja. Also, das heißt, wir wollen uns natürlich erstmal dafür entschuldigen, dass das so lange gedauert hat, dass wir nicht von uns haben hören lassen. Wie ihr euch denken könnt, es hängt natürlich mit Corona zusammen. Ja, das liegt, wie bei allen wahrscheinlich, die momentan so ein bisschen Funkstille machen, daran, dass wir einfach krass umplanen müssen momentan. Also vielleicht so viel schon mal vorab, damit du Bescheid weißt, es geht uns gut, es ist nichts Dramatisches passiert in dem Sinne, keine Gesundheitsschäden, keine Toten und so weiter, aber wir haben unser Projekt, unser Reiseprojekt, wo wir mit unserem pedalbetriebenen Amphibienfahrzeug namens Urmel nach Alaska fahren wollen, natürlich so ein bisschen pausieren müssen momentan. Also, das liegt ganz einfach daran, dass wir viele Lieferengpässe, sage ich mal, bekommen haben durch Corona. Wir haben zeitliche Verzögerungen dadurch bekommen. Wir haben, wir können keine Testfahrten machen zum Beispiel. Also unser Plan war es ja eigentlich im April, Testfahrten zu machen in Norwegen damit. Das funktioniert aber alles nicht, weil man kann gar nicht nach Norwegen reisen. Der letzte Stand war ja, dass es die erste Hälfte vom Fahrzeug so weit ist, dass wir die zweite Hälfte anfangen können zu produzieren im Grunde. Ja. Das Reproduzieren hätten wir wahrscheinlich geschafft in der Zeit, wenn wir alle Materialien bekommen hätten. Ja. Also wir hatten alles, was hier lokal ist, Aluminium und sonst was, bekommen wir auch weiterhin. Das ist kein Problem. Nur es gibt eben bestimmte Teile, Kleinteile, die man online bestellen muss, die ewig dauern. Was ja auch richtig ist, weil letztendlich ist ja auch gut, dass Sachen priorisiert werden. Aber ihr kennt das selber sicher, wenn man sich jetzt irgendwas online bestellt hat, was jetzt nicht unbedingt lebensnotwendig ist, dann hat man eben teilweise Lieferzeiten von bis zu 2-3 Wochen. Und das ist natürlich für so ein Projekt, was eh schon so einen harten Zeitplan hat, sehr schwierig. Ganz wichtig bei der Sache ist uns aber, das Projekt ist noch nicht aufgeschoben. Wir versuchen es weiterhin, es zu schaffen. Ja. In einer natürlich lang nicht so guten Konstellation, wie es vor Corona war. Das heißt, also die Chancen, dass wir es dieses Jahr schaffen, ist geringer. Aber sehr viel geringer. Es wäre kein Höppner-Projekt, sag ich mal, wenn wir uns nicht anmaßen würden, es trotzdem noch zu versuchen, rechtzeitig. Das beschleunigt die ganze Sache ja auch, mal ganz ehrlich. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, ach, wir lehnen uns zurück, wir machen das nächstes Jahr, dann wird wahrscheinlich eine ganze lange Zeit nichts passieren. Mhm. Und wenn so ein Projekt einschläft, ist immer die Gefahr, dass das irgendwie ganz einschläft. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich will dieses Fahrzeug fahren sehen, genauso wie du wahrscheinlich dieses Fahrzeug auch fahren sehen willst. Ja. Ich will damit meine Testfahrten in Norwegen machen oder wenn es sein muss, auch nur in Brandenburg. Oder entsprechend hart war es halt auch für uns, als wir jetzt dieses Virus, die Corona-Pandemie quasi kam und wir so kurz davor waren, richtig Testfahrt machen zu können mit dem Ding, in der Natur rauszugehen damit und jetzt das alles nochmal zu pausieren, nachdem wir ja schon ein paar Mal verschoben hatten und jetzt nochmal abwarten zu müssen und die Gefahr einzugehen, dass es eventuell dieses Jahr wieder nicht klappen könnte. So, ne? Und momentan muss man einfach sagen, es ist nicht besonders planbar. Das heißt, wir können weiterhin versuchen wollen, aber wir können keine Flüge buchen. Wir können kein Visum beantragen momentan, weil es einfach USA, gerade nicht geht. Alaska, für die USA, dann können wir die Logistik nicht planen. Wir wollen ja Urmel am besten mit einem Segelschiff rüber segeln lassen, was so oder so segelt. Es gibt ja diese CO2-neutralen Beziehungsweise wir suchen nach Alternativen, die eben CO2-neutral oder möglichst CO2-sparend ist, Urmel darüber zu bekommen und uns darüber zu bekommen. Und das ist natürlich, das muss man vorher planen. Da kannst du nicht irgendwie am Tag vorher sagen, klopf, klopf, Herr Captain, wir hätten gerne 2 Kubikmeter Raum im Bauch des Schiffes für Urmel. Die sind natürlich Monate vorher ausgebucht. Und das jetzt zu buchen und jetzt Bescheid zu sagen, geht halt nicht, weil wir gar nicht wissen, ob wir überhaupt ein Visum bekommen und so weiter. Und das ist natürlich, da kommt auch oben drauf, dass natürlich gewisse Leistungen auch gerade sehr teuer sind, weil, kennt ihr wahrscheinlich auch, vielleicht hat einer von euch mal versucht, ein Paket in die USA zu verschicken gerade, da werden pauschal von DHL einfach mal knappe 20 Euro oben drauf geschlagen als so eine Art Corona-Gebühr, weil halt einfach man ganz klar sagen muss, es ist momentan schwer, Waren über diese geschlossenen Grenzen zu transportieren und ich will gar nicht wissen, was das zum Beispiel kosten würde, wenn man das jetzt bei Urmel beanschlagen würde. Das ist sicherlich nicht nur 18 Euro, die das dann mehr kostet. Also bei unserem pedalbetriebenen Amphibienfahrzeug. Es geht weiter mit Lebensmitteln, die wir jetzt langsam einkaufen müssten für die Tour. Ja. Das alles solche Sachen. Das wäre im Grunde, wenn wir jetzt diese ganze Planung genauso weitertreiben würden, wahrscheinlich sehr viel zum Fenster rausgeschmissenes Geld. Ja. Das haben wir nicht.
Wisst ihr, dass wir das nicht haben, sonst würden wir sowas wie das Fahrschwein und sowas hier nicht bauen. Also es ist ein sparsames Projekt mit einem knappen Zeitplan und vielleicht kann man so die Erklärung beenden erstmal. Sparsames Projekt mit einem knappen Zeitplan ist natürlich extrem bedroht zu Corona-Zeiten, zumal, das darf man ja auch nicht vergessen, uns ganz viele Einnahmen wegbrechen, dadurch, dass wir keine Vorträge mehr machen können, momentan keine öffentlichen Veranstaltungen. Chaos ist natürlich auch krass bedroht von Corona, also da sind einiges an Events wurde abgesagt, was jetzt in dieser schönen Frühlingszeit auf der Terrasse draußen stattgefunden hätte. Das heißt, enorme Einnahmen weg und das bedeutet für uns, dass wir uns auch wieder mehr bei Chaos engagieren müssen, um andere Lösungen zu finden. Was ja im Grunde genommen auch ist, was wir gerne machen. Das heißt aber auch, und vielleicht da jetzt auch die Erklärung, warum wir nicht in dieser Zeit, wo sehr viele Leute ja anscheinend fast mehr Zeit haben, Sachen zu machen und Videos auf YouTube zu posten, warum wir zu denjenigen gehören, die weniger Zeit haben. Also erstens mal sind wir hier gerade schwer beschäftigt dabei, Chaos umzustrukturieren und ich sage mal Corona-proof zu machen. Ja. Das heißt, dafür zu sorgen, dass es auch ohne Events weiterläuft und weitergeht. Und das ist ja unser Standort hier auch mit unserer Werkstatt und unserem Gefährt. Wenn das den Bach runtergehen würde, wäre das Ende für unser Projekt. Also ganz wichtig. Und zweitens ist es so, dass wir natürlich auch uns Gedanken darum machen, wie wir unseren Beitrag leisten können zum Schutz vor Corona beziehungsweise zum Abflachen der Kurve. Ja. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Also als diese ganze Pandemie losging, haben wir uns auch direkt überlegt, was können wir denn mit unserer Kreativität vielleicht dazu beitragen, zu verhindern, dass diese Gefährdungsgruppen haufenweise sterben müssen, dass es zu Situationen wie in Italien oder in Spanien kommt. Und das ist natürlich was, wo wir auch ohne Geld was leisten können. Das heißt, wir haben uns jetzt nicht einfach zurückgelehnt und gesagt, wir haben gerade kein Geld, wir können an Urmel nicht weitermachen, also haben wir nichts zu tun, sondern wir haben gesagt, nein, wir nutzen unsere Zeit und versuchen etwas zu machen, was wirklich auch langfristig dazu beiträgt, die Kurve, diese Infektionskurve flach zu halten. Dazu wird es übrigens demnächst auch Updates geben, unter anderem ein Crowdfunding, da könnt ihr euch schon mal drauf einschließen. So ein typisches sozusagen Höppner-Projekt und Produkt, was wir da in Crowdfunding vorstellen werden, was unserer Meinung nach einen sehr großen Beitrag dazu leisten kann, weltweite Infektionsketten zu unterbrechen, die Infektionskurve flach zu halten. Und mal schauen, wir sind gespannt, was ihr davon haltet. Einfach mal Augen und Ohren offen halten in den nächsten Wochen, wenn es mit dem Crowdfunding losgeht. Ja. Ist gerade noch nicht genau sicher, wann es losgeht, weil wir gerade noch im Approval-Prozess sind. Das müssen wir immer erstmal absegnen lassen von der Crowdfunding-Plattform. Aber sobald das soweit ist, kriegt ihr das auf jeden Fall mit. Uns ist ganz wichtig dabei, dass ihr wisst, dass uns dabei nicht darum geht, dass wir uns an Corona bereichern und jetzt auf den Markt schmeißen, überteuerte Produkte auf den Markt schmeißen. Absolut nicht. Es geht wirklich primär darum, die Kurve abzuflachen und einen Beitrag zum Infektionsschutz zu leisten. Ich glaube, der beste Beweis dafür ist eigentlich, dass wir mit dem Crowdfunding-Video und dem Crowdfunding gleichzeitig eine DIY, also Do-It-Yourself-Instruction, online laden werden. Für all die Leute, die sich das Produkt nicht leisten können. Oder es einfach schneller brauchen, als wir es liefern können. Die können sich das Ding einfach selber basteln, eigentlich aus Hausmitteln. Und das wollen wir auch im Grunde genommen, das ist unser oberstes Ziel. Dabei unser oberstes Ziel ist, dass so viele wie möglich Menschen haben. Und das zweitoberste Ziel, sage ich mal, ist, dass unsere Unkosten gedeckt werden, weil wir natürlich da auch Zeit und Geld rein investieren in das Ganze. Aber letztendlich soll es eher ein solidarisches Projekt sein. Ist uns wichtig, weil ich finde es nicht richtig, dass man jetzt anfängt mit Corona, mit der Corona-Situation Kohle zu scheffeln ohne Ende. Ja. Also haben wir, glaube ich, noch nie geschafft, Kohle zu scheffeln. Also ich glaube, das wäre unglaubwürdig, wenn wir was anderes behaupten würden, ehrlich gesagt. Alles klar, das war's für uns. Wir werden jetzt versuchen wieder, das haben wir auch schon oft angekündigt, aber wir werden jetzt versuchen, öfters Updates zu machen. Aber bitte seht es uns nach, wenn es unregelmäßig ist in nächster Zeit, weil wir haben einfach wahnsinnig viel um die Ohren mit Chaos, der Umstrukturierung bei Chaos, mit diesem Projekt, was wir gerade umsetzen wollen, um die Corona-Kurve abzuflachen und eben auch der Umstrukturierung in unserem Alaska-Projekt ist jetzt auch nicht einfach so, dass man da auf den Pause-Button drückt und es wartet alles, sondern da muss wahnsinnig viel umgeplant werden für den Fall, dass wir es dieses Jahr dann eben vielleicht auch etwas später noch schaffen, muss man vielleicht die Route ändern, weil dann andere Jahreszeiten sind und so weiter. Ich will euch das gar nicht alles aufzählen jetzt. Habt Nachsicht mit uns, wenn es nicht allzu regelmäßig ist. Danke auf jeden Fall, dass ihr an uns gedacht habt und ab und zu mal nachgefragt habt, wie es uns geht. Es hat uns auf jeden Fall auch berührt und gefreut. Also in dem Sinne hoffen wir natürlich auch, dass es euch allen gut geht. Und ja, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, euch bestimmte Sachen besonders interessieren bei uns, was auch immer ihr für Fragen habt, gerade zu unserem aktuellen Stand, zur Corona-Pandemie, wie die sich auf unser Leben auswirkt,
postet es einfach unten in den Kommentaren. Wir sind da sehr bereitwillig, euch zu antworten. Ich schließe jetzt mit dem wahrscheinlich meistgenutzten Hashtag in letzter Zeit, sondern versuche gleichzeitig zu sagen. Okay. Zwei, drei. Flame the Curve. Okay. Flatten the safe. Nee, Flatten the safe. Stay curve. Stay curve. Nee, also ja. Vielleicht aber beide. Stay safe und flatten the curve. Ne? Also bis dahin. Bis dann. Ciao. Ich glaube, das kann man...